was war das jetzt? Okay, Ameisenhügel. Okay, warte, dann machen wir mal so. Ah, dann kommen wir da wahrscheinlich rein. Das muss das Haus der Ameise sein. Ja, und dann geh rein. Was, sie klemmt. Okay, gleich da. Reingucken. Hallo, ist jemand zu Hause? Sonst mache ich diesen da. Hoppala. Jetzt komme ich wenigstens rein. Oh, irgendwie erinnert mich der Türknopf an Alice im Wunderland. Geh mal rein. Was haben wir denn hier? Oh, Kleber. Haben wir da noch irgendwas? Oh Gott, das klebt alles. Wow, die Ameisenkönigin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist ein spezielles Bild. Zeit für Tee. Was haben wir dann hier? Was für eine gemütliche kleine Lampe. Was haben wir dann hier? Das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich könnte mich nicht dran. Okay, was haben wir hier? Oh no, die Zapfen. Die lassen mich sicher nicht dran. Ja, ouch. Kann ich das kombinieren? Soll ich es hinschmieren? Weiß ich nicht. No, no, no. Okay, ich könnte es so machen. Nein, ich komme immer noch nicht hin. Okay. Kann ich hier was machen? Okay, hier kommt die Mami, um dich zu retten. Kann ich den nicht benutzen? Nö. Ich wollte eigentlich den Kleber da benutzen, dann hätte ich die Viecher da. Ich zerhacke sie einfach mit der Axt. Ich bin überhaupt nicht brutal. Okay, ich gehe mal zurück. Vielleicht finde ich da noch irgendwas heute. In der anderen Welt. Oh ja, lecker. Was haben wir denn hier? Nimm die Tasche nicht. Nicht mit all den Ameisen drauf. Nein. Kann ich den anklicken? Oh mein Gott, ein Kammerjäger. Er ist tot. Kann ich das für die Ameisen nutzen? Ist da noch irgendwas? Aber was kann da was werden? Okay, warte, gehen wir wieder raus. Oh, was ist denn das? Gehst du hin? Bist du hingegangen? Was haben wir denn hier? Kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Okay. Kann ich da irgendwas machen? Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Hier, was ist das? Unterhosen? Keine Lampe. Okay. Kann ich das nehmen? Nein. Da vielleicht. Die Schüssel ist Wasser. Vielleicht ertränkt haben, also gern kleine Monster darin. Mädchen, du hast aneinander Kläsche. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. Oh, schon ist so traurig drin. Wir finden ein Kätzchen schon. Warte. Was kann man denn da jetzt machen? Okay, das ist der Baum von denen. Hallo Baum. Was ist da? Man hätte es gedacht, hier drin ist kein Loch. Ja, das kommt wahrscheinlich erst später. Schau mal, was sehen. Okay, ja, ich weiß, dass du in Gefahr bist.
ich irgendwas nehmen? Okay, dann gehen wir nochmal rein. Ich muss sie doch irgendwie ablenken können. Kann ich nicht da irgendwas machen? Ich will nicht das. Okay, so kann ich den Kleinen ablenken. Da kann ich auch Drogensicht machen. Okay. Dann tue ich mal in die Drogen reinhauen. Ich glaube, das war nicht so geplant. Ich dachte mir, da kann man Drogen nehmen, Leute. Kann man da keine... Da kann ich keine Drogen nehmen. Aus der Perspektive. Wenn ich da jetzt die Drogen nehme, kann ich aber da nicht hin. Ich will die Tasche nehmen. Klappt nicht. Kann ich nichts machen. Ah ja, könnte ich machen. Kann ich mal versuchen. Wollte, komme ich nicht dran. Das Haus da runter irgendwie. Ich brauche irgendwas zum. Ich muss da aber irgendwie rankommen. Komm da rauf. Ah, jetzt macht sie es. Okay. Konntest du das nicht automatisch machen? Okay, jetzt nimm die Pillen. So, da. Hab das frisches Fleisch. Suchen. Okay. Ah, endlich. Das ist ja noch da. Suchen. Kammerjäger. Okay. Naja, der hat wohl nicht überlebt. Eine Rattenfalle. Oha, ich weiß schon, was ich tun muss. Voll nicht fies. Und jetzt. Na? Habe ich jetzt die Beeren genommen? Nö. Ah, jetzt habe ich die Beeren. Ha. Jetzt kann ich zurück. Der Haken, okay. So, jetzt gebe ich. Benutzen mit dem Schweinchen. So. Tut mir leid, Schweinchen. Boah, das Bild. So traurig. Das Schweinchen so. Ach, ich habe Beeren zum Fressen bekommen. Mein der glücklichste Tag meines Lebens. Und dann sie. Matsch. Was? Du bist nicht meine Katze. Oh, kleine Dame. Du hast mich vor schlimmen Dingen bewahrt. Gut für dich, aber ich wollte jemanden anderen finden. Ich nehme an, dass du enttäuscht bist. Wen suchst du? Meine Katze, meine süße Katze, Mr. Midnight. Oh, kleine Dame, ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine schwarze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Wirklich? Meine Katze ist auch schwarz. Warte, vielleicht ist diese Katze meine Katze. Oh, meine Dame. Wenn er es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Warum? Was ist passiert? Ich zeige es dir. Folge mir bitte. Es ist nicht weit von hier. Red noch mal, ne? Das Käferschwein ist jetzt tot. Danke, jetzt essen wir. Was? Ich kann nicht. Nur damit du es weißt, im Käferschwein war keine Katze, nur eine Ratte. Eine Ratte? Oh, tut mir so leid. Meine Augen sind sehr alt, weißt du. Ich habe auch Herzprobleme und einen schlimmen Rücken. Außerdem leide ich an Narkolepsie manchmal. Okay. Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach.
Oh mein Gott, könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Wenn ich sonst etwas für dich tun kann, sag es einfach. Ich bin hier. Vielleicht da? Oh. Wo ist mein Kätzchen? Kann ich jetzt da rein? Ist kein Loch. Kann ich das vielleicht so machen? Negativ. Okay. Das funktioniert nicht so. Ich brauche den Kamm. Wo ist dieser Raptor? Da muss doch irgendwo eine Raptor sein. Die haben doch gesagt, da ist irgendwo eine Raptor. Wow, das sind seltsame Blätter. Bla bla. Ja, upala, das wollte ich nicht. Upsi. Wow, das sind aber sehr seltsame Blätter. Genau. Da ist kein Loch. Das ist wieder sowas Rätselhaftes. Entschuldigung, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm, der glänzende, schöne Kamm. Gib ihn mir sofort her. Na gut, aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. Oh, ich bin glücklich. Und sie ist auch happy. Danke, meine Dame, du bist sehr nett. Und wir haben einen Kamm. Jetzt können wir den anderen da drüben helfen. Vielleicht geht's da weiter. So, Pillen reinhauen. Alter, wie viele Pillen die schon zu sich genommen haben. Dann helfen wir ihnen mal. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Oh, die sind so glücklich. Und sie auch. Ach du, Fran, der Mensch. Du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Tada! Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise. Wir haben den Schlüssel. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Leute? Okay. Da kann ich nichts mehr machen. Dieser Geist ist da auch nicht mehr da. Der pennt wahrscheinlich jetzt. Ich wette damit, dass wir irgendwas da machen müssen. Aber ich weiß nicht was. Kann ich nicht tun. Eingang hier. Ja, eh. Das klappt nicht. Okay. Warte, ich trinke mal kurz was. Ich habe ja sonst nichts anderes. Okay, den kann ich nicht benutzen. Noch irgendwas? Nö, zurück. Ist da irgendwas? Kann ich denn was tun? Oh nein, der Arm fehlt zum Glück. Wirst du nicht, okay. Kann ich nichts tun? Okay. Deckel? Topfdeckel? Ah, wahrscheinlich im Haus da. Weiß ich schon. Klavier? Ist da ein Klavier was? Ah, da, die Tür. Ah. Jetzt. Das habe ich gar nicht gesehen, das Holzding.
Okay, dann gehen wir mal da. Da. Ich vermute daher. So, genau. Jetzt das mit ihm benutzen. Und da geht's rein. Dankeschön. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Sequenz. Na klar. Was für eine seltsame kleine Tür. Ich frage mich, wohin sie mich führt. Mr. Midnight, bist du da? What the fuck? Was ist das? Oh, Kapitel 2, Teil 2. Doppelte Persönlichkeit. Okay. Oh no. Oh no. No. Hä? Was ist das? Ein Hut? Oh no, ich glaube, ich weiß, welcher Ort das ist. Mr. Midnight? Oh nein, dein Kopf, Kätzchen. Das ist nicht Mr. Midnight's Schädel. Denk einmal nach, Mädchen. Warte mal, das ist nicht meine Katze. Was für ein seltsamer Hut. Steht da was drauf? Oh, willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Und das ist ich sicher nicht. Was haben wir denn hier? Es macht Spaß zu sehen, was Leute so zu Hause haben. Ein Kopf von einem Menschen, glaube ich. Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gesagt, wie das geht. Ein Herd nennt man das. Mädchen. Das brauchen wir sicher noch heute. Nö. Nö. Honig. Oh, Backpulver extra. Mehl? Nö, sonst nichts. Mr. Midnight, dieses Mädchen, sie haben mein Kätzchen genommen. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Warte, machen wir mal diesen da. Eine geheime Flasche mit einem Geheimnis darin. Hallo, kleines Baby. Was machst du hier? Oh. Zwei Babys? Eins da? Was ist das? Du wirkst frisch. Lebst du noch? Komm ich da rauf? Komm ich hier vielleicht so raus? Oh, was haben wir denn hier? Okay. Kommen wir da irgendwie hin? Komm ich da irgendwie hin? Mit das Messer braucht man sicher dann was abzuschneiden. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Okay, wir bräuchten ein Brett oder so aus. Da können wir, glaube ich, sonst nichts nirgendwo hin. Okay. Dann wieder in die normale Welt. Also, wenn das normal ist. Was haben wir denn hier? Oh, können wir mal untersuchen. Was haben wir da? Streichholzschachtel mit vielen Streichhölzern. Messer, das sieht man. Was ist das? Backpulver. Macht den weichen Teig größer und schöner. Okay, das haben wir eh schon. Gibt es da irgendwas zum Suchen? Reis. Okay. Pfeffer. Okay, das ist gut. Oder sonst noch irgendwas? Nö, da braucht man sonst nichts mehr. Wasser funktioniert. Cool, kann man sogar anmachen. Waschen mal die Hände. Lalalala. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Aufgeschlitzter Teddybär. Sieht aus wie eine Pflanze. Was haben wir da? Die riechen nicht. Müssen Plastikblumen sein. Okay, alles so kitschig eingerichtet. Bäh. Oh, hübsches Bild. Blauen Rosen. Was haben wir da? Zwillinge. Hanni und Nanni. Ihre Gesichter kommen mir komisch bekannt vor. Oh, so ein kleines Haus am Ende der Welt. Warte, gehen wir mal kurz zurück. Sind das nicht die?
Die waren aber doch, das sind doch älteres Bild. Hat da jemand Onkel Doktor gespielt? Die sehen irgendwie aus wie die zwei, wie die siamesischen Zwillinge da drin. Was haben wir denn hier? Zucker und viele Farben. Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Was haben wir denn hier? Ein Kaffee? Das ist nicht meine Tasse. Ja, das sind Zwillinge, aber das sind... Da sind Zwillinge, da sind siamesische Zwillinge. Ich glaube, da hat jemand herumgedoktert. Jetzt verstehe ich, was der Hirsch am Krankenhaus wollte. Denn das sind sicher aus der Anstalt. Ah ja, die aus der Anstalt, da waren ja auch zwei drinnen, Mädels. Die, was diese Gehirn beim Hirn in den Schnitt hatten. Feuerholz, darauf warten, verbrannt zu werden. Gucken wir mal, machen wir mal diesen da. Ah, da lande ich noch da. Okay, 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 das kann ich nicht. Okay. Okay. How? Hi. Ja, das glaube ich. Oh mein Gott, der Geruch. Na klar, hallo. Armes Mädchen, wie hat er das angedacht? Und warum? Dann gehen wir mal Zeitschriften gucken. Große Ameise aus dem Wald. Mal. Oh, Schreibmaschine, sie funktioniert. Oh, eine Eule. Okay, was haben wir da? Brennende Kerzen. Wow. Schwarze Katze. Viele kleine Mädchen. Da ist eine Katze. Was gehen wir rauf? Die Stufen enden an einer Wand. What? Vielleicht da geht's rauf. Gehen wir mal da den Weg. Ich habe einen Besen. Ein Monster, das Ziegen mag. Die Schwestern, sie sehen so ähnlich. Also ich finde das nicht so gruselig wie das hier. Eine gemalte rote Rose. Hm. Ja, da haben wir immer so. Oh! Und das ist nicht so laut. Ich gehe mal da zuerst weiter. Spiegel. Warum ist mein Spiegelbild nicht da? Okay, da kein Spiegelbild. Das Bild ist auch nicht sehr gruselig. Bad, das ist das Monster. So viel Blut. Überall weiße Kerzen. Ah, eine Frau mit Zwillingen. Okay. Was das soll mit dem Puppenkopf und den Rosen? Schau dir mal die Puppe an, Mädchen. Hallo Puppe. Wer hat dich denn gefangen? Bad, dieses Spielzeug ist so hässlich. Da haben wir eine Pinzette. Ah, noch irgendwas? Okay. In die andere Welt kann man nicht switchen. Kann ich da was kombinieren? Ich weiß was. Kann ich das da kombinieren? Warte, untersuchen. Was ist das? An die Schubladen gemacht. Oh, was haben wir da? Oh, schwarze Kerze, um die Dunkelheit zu beleuchten. Das miteinander kombinieren dann. Gehen wir mal rauf. Oh, hier ist es finster. Warte, vielleicht da Licht einmal machen. Das war voll nicht creepy. Hallo kleine Babys, wer hat euch so zusammengenäht? Boah, schreit das jetzt die ganze Zeit? Boah, ich hätte nicht hinklicken sollen. Oh Gott. Mr. Midnight, bist du es hier, Kätzchen? Miau. Du bist es, oh mein Gott, mein geliebter Freund, ich habe dich gefunden. Fran? Bist du es wirklich? Oh Mann, endlich! Ich bin es, komm näher. Bitte lass mich dich ansehen. Oh, Fran, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt.
Und du bist hier. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Mr. Midnight. Ich habe dich wirklich vermisst. Oh, Fran. Wie hast du diesen Ort gefunden? All diese Leute, dich in den Wald vorgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, etwas Futter zu fangen, um mich zu erholen, aber etwas ist passiert. Jemand nahm mich mit und steckte mich in diesen Käfig. Oh, mein Liebling. Ich werde diesen Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Die Babys sind auch Zwillinge, ja, das denke ich mir ja auch. Fran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, es wäre nur ein schlimmer Traum. Alles wird gut. Wir müssen nur hier raus. Fran, kann ich dich etwas fragen? Klar, Mr. Midnight, was ist los? Hast du meine Präsenz in deinem Traum gespürt? Ja, habe ich. Du hast gesagt, ich sollte Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Ich glaube, jemand hilft uns zusammenzufinden. Jedes Mal, wenn ich von dir träume, fühle ich die Präsenz von etwas anderem. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich, aber es war sehr friedlich und nett. Nun, was auch immer es war, es ist gut und es hat uns zusammengeführt. Fran, hast du das gehört? Hast du? Oh, ich schau mal, ich versuche den Schlüssel zu finden, um dich zu befreien. Ich liebe dich. What the fuck? Das sind ja auch Zwillinge. Ein Skorpion? Ist aber da eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. Ich mag mein Kleid, aber es... Aber die sehen auch schön aus. Ganz viel Kleinkram. Herr Ratte, es ist Zeit aufzustehen. Na, du willst nicht mehr aufstehen. Das ist ein großer Regenschirm. Geh mal runter. What the fuck? Kann ich da irgendwas machen? Ich will mal kombinieren. Das. Kann man da irgendwas machen? Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Da bist du ja. Wir haben auf dich gewartet. Wo ist dein Kopf? Auf mich gewartet? Wieso? Du, der Schatz aus der anderen Welt. Er würde uns schon glauben. Ich bin sehr verwirrt. Wovon redet ihr? Fran Bo, so heißt du, oder? Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch, sehr brutal, richtig? Und jetzt willst du unbedingt wissen, wer sie getötet hat, richtig? Langsam. Woher wisst ihr das alles? Wir wissen es einfach. Wir müssen. Wir sind Teil dieser Welt. Aber sei nicht traurig. Jedem passieren schlimme Dinge. Ständig. Ich wünschte, mir wäre nichts Schlimmes passiert. Ich fühle mich so verloren. Verschwende deine Wünsche nicht. Suche nach Lösungen und Antworten. Ja, aber der Schmerz ist zu groß. Ich sehe keine Lösungen. Trink etwas Tee und iss etwas Kuchen. Dann fühlst du dich gleich besser. Danke, aber ich muss wirklich wissen, wer hat euch diese Dinge über mich erzählt? Hast du keine Angst, kleine Fran? Natürlich nicht, ich bin nur neugierig, das ist alles. Aber vor allem bin ich verwirrt. Du hast doch nicht nach deiner Katze gefragt, Mr. Midnight. Das ist sehr seltsam für ein Mädchen, dass eine Katze mehr als alles liebt. Und dennoch bist du ganz ruhig.
als du ihn in einem Käfig fandest, hungrig und verängstigt. Sollten wir nicht vor Furcht vor dir zittern? Ich liebe ihn und darum bin ich hier. Ich wollte nicht unhöflich sein. Willst du ihn, Solaruk? Ja, bitte, ich möchte ihn wirklich zurück. Er ist mein bester Freund. Bevor wir ihn befreien, erzählst du uns, wie du hierher gekommen bist. Eine lange Geschichte. Ich floh von einem Ort. Ein hässlicher Ort. Sie öffneten die Köpfe von Kindern, um zu sehen, was nicht stimmt. Phil hat mir ein Geheimnis verraten und ich war clever genug, um rauszufinden. Und dann kam ich in den Wald und traf eine riesige Ameise. Und ich tötete einen Käfer. Das war schlimm. Und dann traf ich eine Ratte, die ihr Haar gemacht haben wollte. Und dann machte ich eine Tür. Und diese Tür führte hierher. Aber als ich durch diese Tür ging, geschah etwas. Ich erinnerte mich an nichts. Ah, ich habe eine echte Kiefernzapfenfamilie gesehen. Das war, bevor ich hierher kam. Sie lebt mit Mr. Antonios Haus. Sie mögen Bären. Ah, und ich sah fliegende Insekten, die in Bäumen festhingen, weil sie langes Haar haben. Das war auch im Wald. Und jetzt bin ich hier. Ich suche Mr. Midnight. Das war ja ein Abenteuer. Wie alt bist du denn, Fran? Ich bin 10 Jahre alt und bald wieder 11. Und ihr? Wir sind 16. Viel älter als du, also musst du uns gehorchen. Ich will euch nicht gehorchen. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Du hast doch nicht nach unserem Namen gefragt. Wie unhöflich. Und du solltest nicht ohne Erlaubnis in einem Haus herumlaufen. Bist du dumm? Ein dummes kleines Mädchen ohne Familie? Ich bin nicht dumm. Ich habe eine Familie. Ich habe Tante Grace und meine Katze. Weinst du? Wenn du es tust, bekommst du Ärger. Wenn du nicht genau das tust, was wir dir sagen, werden du und deine Katze sterben. Verstehst du das? Ja, ich tue, was immer ihr verlangt. Gut, jetzt hör gut zu. Du musst einen kleinen Zaubertrick mit uns machen. Magst du Zauber? Ja, Annie hat auch gezaubert, aber sie hatte keine Ahnung, wie es wirklich geht. Wie auch immer, dieser Zauber ist sehr stark. Sie ist entsetzlich und gefährlich. Hier ist das Rezept. Sei vorsichtig und genau. Sonst können schreckliche Dinge passieren. Oh, what the fuck? Was ist das für ein Text? Oh. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Mach das selbst. Wir können es nicht tun. Es würde uns töten, weißt du? Wir waren nicht so immer. Wir waren einst zwei verschiedene Menschen in verschiedenen Körpern. Aber warum seid ihr jetzt so, wie ihr seid? Eines Nachts vor langer Zeit erschien etwas vor unseren Augen. Wir hielten es für einen Engel, aber es war keiner. Er erschien, dass wir auf ewig zusammen sein müssten. Er verfluchte uns, so zu sein. Wir haben nie verstanden, warum. Wir haben einen Spruch, um ihn zurückzuholen. Aber das tun wir später, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Und wir zeigen ihm, dass er machtlos ist und er wird es bereuen. Das klingt schrecklich. Ich tue mein Bestes, um euch zu helfen. Wir werden einige Dinge sammeln, die du für das Ritual brauchst. In der Zwischenzeit kannst du mit deiner Katze sprechen gehen. Aber wir lassen ihn noch nicht frei. Wag es nicht, den Käfig zu öffnen. Wenn du uns hilfst, helfen wir ihr. Ihm, Entschuldigung. Danke, ich gehe und spreche mit ihm. Und Fran, siehst du diesen Schlüssel? Du kannst ihn. Kannst du dir vorstellen, was man damit öffnet? Kannst du? Du dummes Mädchen. Hahaha. Oh, das sind Bitches. Die zwei. Oh, Fran, du hast den Schlüssel schon? Nein, mein Liebling, tut mir leid. Diese Mädchen sind gruselig. Sie wollen mich nur benutzen. Sie haben mir Haare abgeschnitten oder das Blut abgezapft. Oh, mein Liebling.
Ich glaube, es sind Hexen, verrückte Hexen, wie in diesen Geschichten, die wir so mögen. Ja, du hast vollkommen recht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, Fran. Was haben dir diese Mädchen gesagt? Sie haben mir gesagt, sie waren vorher nicht zusammengenäht und dass sie Rache an dem nehmen, der ihnen das angetan hat. Und sie zeigen mir einen Schlüssel, ich bin mir sicher, er ist für den Käfig. Sie verkörpern das Böse. Ich meine, jemand hat einen Grund, das zu tun. Das war Edward? Okay. Das kann ich mir vorstellen. Also den Typen möchte ich nicht treffen. Böses gegen Böses, sie umstimmen. Wir müssen wohl Böses mit Bösen bekämpfen. Es muss etwas geben. Etwas, vor dem sie sich fürchten. Ich weiß nicht. Mal sehen, was ich finden kann. Wir sehen uns bald, mein Liebling. Ich muss mal hingehen. Noch einmal. Butibu. Buscha. Hallöchen. Hallöchen. Ich hab deine Nase. Deine Nase. Ich hab deine Nase. Ich hab deine Nase. Ich hab deine Nase. Das muss das sein. Sorry.